Thema: Sie haben in einer Zeitschrift etwas zum Thema Bücher lesen gelesen. Berichten Sie Ihrer Gesprächspartnerin, Ihrem Gesprächspartner darüber. Ihre Gesprächspartnerin, Ihr Gesprächspartner hat eine andere Meinung dazu gelesen und berichtet Ihnen auch darüber. Unterhalten Sie sich dann mit Ihrer Gesprächspartnerin, Ihrem Gesprächspartner über das Thema. Sagen Sie Ihre Meinung und erzählen Sie von eigenen Erfahrungen. Meinung A: Ich lese sehr gerne Bücher, weil sie mir helfen, meine Fantasie zu entwickeln und mich in andere Welten zu versetzen. Außerdem finde ich, dass Bücher eine gute Möglichkeit sind, um Wissen zu erwerben und meinen Wortschatz zu erweitern. Michael Schneider, 28 Jahre, Lehrer. Meinung B: Ich finde Bücher langweilig und ziehe es vor, Filme oder Serien zu schauen. Ich denke, dass visuelle Medien besser geeignet sind, um Geschichten zu erzählen, und sie sind auch unterhaltsamer. Bücher sind für mich einfach zu langsam und ermüdend. Sandra Müller, 35 Jahre, Grafikdesignerin. Beispiel: Person: Hey, ich habe neulich in einer Zeitschrift einen interessanten Artikel zum Thema Bücher lesen gelesen. Es ging um die Vorteile des Lesens und wie es die Fantasie anregt und Wissen vermittelt. Was hältst du davon? Person B: Oh, wirklich? Ich habe auch einen Artikel gelesen, aber der Autor hatte eine andere Meinung. Er fand Bücher langweilig und bevorzugt Filme und Serien, weil sie unterhaltsamer sind und Geschichten besser erzählen können. Ich muss sagen, dass ich dem zustimme. Bücher sind für mich oft zu langsam und ermüdend. Person A: Das kann ich verstehen, aber ich denke, dass Bücher ihre eigenen Vorteile haben. Zum Beispiel kann man sich beim Lesen die Charaktere und Orte selbst vorstellen, was die Fantasie anregt. Außerdem kann man in seinem eigenen Tempo lesen und sich Zeit nehmen, um über die Handlung nachzudenken. Person B: Das stimmt, aber ich finde es einfach angenehmer, mich zurückzulehnen und einen Film oder eine Serie zu schauen. Die Schauspieler und die visuellen Effekte machen die Geschichte für mich lebendiger und interessanter. Person A: Ich sehe, was du meinst, aber ich glaube, dass Bücher auch eine gute Möglichkeit sind, unseren Wortschatz zu erweitern und neue Dinge zu lernen. Wenn ich ein Buch lese, stoße ich oft auf Wörter, die ich noch nicht kenne, und das hilft mir, meinen Wortschatz zu verbessern. Person B: Das ist ein guter Punkt. Ich muss zugeben, dass ich manchmal auch gerne lese, besonders wenn ich mich entspannen und abschalten möchte. Aber meistens ziehe ich visuelle Medien vor. Person A: Jeder hat natürlich seine eigenen Vorlieben. Ich denke, es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen Medien zu finden, um sowohl die Vorteile des Lesens als auch die Unterhaltung durch Filme und Serien zu genießen. Person B: Da hast du recht. Vielleicht sollte ich in Zukunft versuchen, öfter ein Buch zur Hand zu nehmen und die Vorteile des Lesens selbst zu entdecken. Person A: Das klingt nach einer guten Idee. Vielleicht können wir uns gegenseitig Bücher empfehlen und darüber sprechen, was wir gelesen haben. Das könnte uns helfen, unsere Meinungen und Erfahrungen auszutauschen. Person B: Das wäre wirklich schön. Lass uns das machen.